Also willkommen zurück zum zweiten Vortrag des zweiten Nachmittags des Jazzforums Darmstadt zum Thema Wie offen ist der Jazz? Mit Timo Vollbrecht, der sowohl Musiker ist als auch Wissenschaftler und ansässig in Brooklyn, ist er viel unterwegs mit seiner Band Fly Magic auch in Europa und pendelt so ein bisschen zwischen den Kontinenten. Seine Dissertation hat er geschrieben über den künstlerischen Prozess des ECM-Produzenten Manfred Eicher im Tonstudio, und sein Beitrag heute trägt den Titel Das Problem des Othering und die Handlungsmacht weißer MusikerInnen. Social Othering, Artistic Othering und komplexe Intersektionalität. Timo, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Hört man mich? Ist das Mikro an? Ja. Ja, mein Vortrag setzt sich mit dem Problem des Othering auseinander, und ich habe im Vorfeld hierzu Gespräche mit befreundeten BIPOC-Jazz-MusikerInnen der deutschen Jazzlandschaft geführt. BIPOC steht für Black and People of Color, die so generous waren, ihre Erfahrungen als andere behandelt zu werden mit mir teilten. Und ich habe mich, Wolfram hatte mich gefragt, möchtest du den Vortrag auf Englisch oder auf Deutsch halten? Und ich hatte es eigentlich auf Englisch gedacht, vor allem, weil ich in dem Thema eigentlich in den USA sozialisiert wurde, bin. Aber weil es auch gerade Thema in Deutschland ist und geworden ist, habe ich mich beschlossen, weil ich auch aus Deutschland komme und einen kleinen Einblick haben konnte hier in die Szene, den Fokus auch auf Deutschland zu legen und auch den Vortrag auf Deutsch zu halten. Und er ist so aufgebaut, dass ich zuerst mit Hilfe von Beispielen Othering definieren und skizzieren und veranschaulichen möchte. Und danach wird eine jazzhistorische Kontextualisierung zeigen, dass es sich um ein strukturelles Problem handelt. Und abschließend möchte ich erste Lösungsansätze diskutieren. Es war im Vorfeld einer Europatournee mit meiner Band Fly Magic, als ich von meinem Gitarristen Keske Matsuno einen wütenden Anruf bekam. Das sind Keske und ich vor ein paar Monaten in der Ukraine. Keske seit über 10 Jahren, seit 11 Jahren eigentlich mein engster musikalischer Wegbegleiter und bester Freund. Er wuchs in Berlin auf, wurde Gitarrist, weil er sich als Teenager in die Beatles verliebt hatte, und ging gemeinsam mit mir 2010 für ein Studium nach New York, wo wir beide kleben blieben. Seine Eltern sind Intellektuelle, die von Japan nach Deutschland gezogen waren und ihn in Berlin-Wilmersdorf in ein humanistisches Gymnasium stecken, wo er unter anderem Latein und Altgriechisch lernte. Und es war jetzt so, dass er sich einen Anruf bekam, und am Telefon beschwerte mein Freund sich sichtlich emotional bei mir darüber, dass er zum wiederholten Male bei einer unserer Konzertankündigungen als japanischer Gitarrist beworben wurde. Dabei enthielt unser Presskit keine derartige biografische Beschreibung über ihn. Vor kurzem in einer unserer Gespräche sprach ich ihn auf diesen Vorfall an, an den er sich übrigens sehr gut erinnert, und fragte, was ihm beim Lesen der Ankündigung damals durch den Kopf ging. So. Und da sagte er, dass Ereignisse wie dieses viele Sachen aus seiner Vergangenheit triggern würden. Da sei zum einen die wiederholte Exotisierung seiner Person und die Erwartung, als Vorzeige-Japaner ein Land zu repräsentieren, in dem er nie gelebt hat. Und zum anderen würden auch traumatische Erinnerungen wach werden, als Kind mit Neonazis konfrontiert gewesen zu sein. Und ich möchte ihn kurz zitieren, denn er sagte Folgendes: Othering ist für mich immer bedrohlich und hat einen rassistischen Kontext. Leute beurteilen mich aufgrund meines Aussehens und schieben mich in eine Kategorie. Oft ist es zwar positiv gemeint, aber ich habe genug negative Erfahrungen damit gemacht, dass bei mir alle Alarmglocken angehen. Was jetzt bei dem Beispiel, was ich beschrieben habe, jetzt auch schmerzlich hinzukam, war, dass das Konzert in Berlin stattfinden sollte, also seinem Zuhause, wozu er auch noch sagte: Wenn man mich in Berlin nicht als Berliner, sondern als Japaner wahrnimmt, dann heißt es ja, dass man mir meine Heimat wegnimmt oder sie zumindest in Frage stellt. Und das sei voll hart, denn einen japanischen Berliner gäbe es ja schließlich nicht. Was mein Freund Keske hier wieder vornimmt, nennt sich Social Othering, das im Deutschen mit jemandem zum anderen machen übersetzt werden kann. In der einschlägigen deutschsprachigen Literatur findet sich auch der Begriff des Anderen wieder, gelegentlich. Und es geht dabei um eine Form des Rassismus, die auf der einen Seite eine Norm definiert. Auf der anderen Seite wird alles, was von dieser Norm abweicht, als anders markiert und marginalisiert. Tupoka Ogette argumentiert, dass es die Konstruktion des Anderen braucht, damit die der Norm Zugehörigen ihre Vormachtstellung als der Standard konstituieren und beibehalten können. Somit spielt das Andern eine große Rolle bei der Reproduktion von rassistischen Bildern und Diskursen.
Ähnlich argumentiert der US-amerikanische Lyriker Nathaniel Mackie in seinem Essay Other, From Noun to Verb. Dass soziales Othering unmittelbar mit Machtstrukturen, Ausgrenzung und Privilegien zu tun hat. Dies ist auch in unserer postmigrantischen Musikszene ein signifikantes Problem, die kulturell und stilistisch zunehmend vielfältig ist. Nun ist es uns sicherlich allen einleuchtend, dass Andern durch die Zuschreibung von negativen Stereotypen diskriminierend ist. Also wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, das ist übrigens eine Narrative, die ich damals im Studium oft gehört habe, dass asiatische MusikerInnen nicht gut in der Klassik sein sollen, weil sie trotz technischer Perfektion am Instrument nicht das Herz für europäische Kunstmusik haben, ist das natürlich ganz klar rassistisch. Aber wie verhält es sich mit positiv intendiertem Othering? Denn im Fall der Konzertankündigung hatte der Veranstalter augenscheinlich die Absicht, das Konzert durch ein Flair von Internationalität aufzuwerten. Und es ist anzunehmen, dass das Japanische für ihn positiv konnotiert ist. Wichtig ist hier jedoch, dass nicht die Absicht bestimmt, ob eine Handlung rassistisch ist, sondern ihre Wirkung. Oder mit anderen Worten, gut gemeint ist nicht automatisch gut gemacht. Die Exotisierung seiner Person triggerte in meinem Gitarristen die Erinnerung daran, sein Leben lang benannt und inspiziert worden zu sein. In ihrem Buch Sprache und Sein stellt die Autorin Kübra Gümüşay das Phänomen der Benennung durch Unbenannte vor und schreibt Folgendes. Die Unbenannten sind Menschen, deren Existenz nicht hinterfragt wird. Sie sind der Standard, die Norm, der Maßstab. Die Gesellschaft, unsere Sprache, die Institutionen, die kulturellen Narrative, sie alle werden aus der Perspektive der Unbenannten geführt. Diese Unbenannten sind in Deutschland weiße Menschen wie ich und viele von euch. Wir sind Teil einer Dominanzgesellschaft und sind es gewohnt, uns erst einmal als Individuen zu sehen, öffentlich auch genauso als Individuen wahrgesehen. Dagegen werden Menschen, die vom Standard abweichen, mit Kollektivnamen beschriftet. Also zum Beispiel der japanische Gitarrist, die afroamerikanische Sängerin, die Homosexuelle. Und sie werden dadurch nicht als selbstverständlich angesehen und bekommen deshalb eine extra Kennzeichnung. Das geschieht schon in jungen Jahren und so müssen sie bereits während ihrer Kindheit erklären, warum zum Beispiel ihre Augen so geformt sind, wie sie sind, oder auf die Frage antworten, woher sie denn wirklich kommen. Durch die Inspizierung werden sie als Kollektive katalogisiert und hierdurch werden sie praktisch unsichtbar, denn ihre individuelle Persönlichkeit wird von der Projektion durch die Benennenden verdeckt. Wichtig für uns zu erkennen ist jetzt, dass Individualität ein Privileg ist. Als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft bin ich es zum Beispiel gewohnt, die Komplexität meiner Person ohne Widerstand frei ausleben zu können. Und gerade im Bereich des Jazz, wo Individualität ja so hoch geschätzt wird und so wichtig ist, erweist sich die Möglichkeit, mich anderen Musiktraditionen zu bedienen, ambiguös zu sein oder auch Fehler zu machen, als besonders nützlich. Dieses Privileg kommt Minderheiten in unserer Jazzszene nicht automatisch zugute. Ein Beispiel. Als meine gute Freundin und Kollegin Defne Shahin für die Vergabe eines deutschen Stipendiums zum Studium in New York vorspielte, war sie nicht im Pool der BewerberInnen nicht nur die einzige Person of Color, sondern auch die einzige, die das Stipendium nicht bekam. In einem darauffolgenden Telefonat mit einem der Jurymitglieder meinte dieser, dass man von so jemandem wie ihr eigentlich mehr Temperament auf der Bühne erwarten würde. Er schlug vor, sie solle doch lieber auf Türkisch singen und fragte, warum sie sich denn nicht für einen Auslandsaufenthalt in Istanbul bewerben würde. Das Jurymitglied sah in ihr nicht die individuelle Sängerin, sondern markierte sie im Kollektiv als Türkin. Von ähnlichen Erfahrungen berichten auch die in Berlin lebenden MusikerInnen Can Sultan Rikulu und Sarah Carlo. In ihrem Gespräch für den Podcast Jazz, Leben, Stimme aus der Szene wurde letztes Jahr geehrt im Bereich oder im Kontext der Jazzwoche Berlin. Und Tandrukulu meint da drin, dass sie fühle sich oft als Attaché für türkische Kultur, während weiße, westliche MusikerInnen ohne Adjektive und Etikette einfach sie selbst sein können. Und wenn die Attribute, die Tandrukulu begleiten, einmal positiv sind, werden sie zuallererst ihrer Kultur und nicht ihrem eigenen Verdienst zugeschrieben. Es geht also auch um Credit. Des Weiteren erzählt Carlo, wie sie als schwarze Sängerin mit großer und voluminöser Stimme bei ihrer Ankunft in Deutschland, sie kommt, ich glaube, aus New York, aber aus den USA auf jeden Fall, zunächst erstmal in die Schublade von Soul-Musik gesteckt wurde, wobei sich ihre Band stilistisch eigentlich eher im Bereich Singer-Songwriter-Rock-Pop bewegte. Sie werde außerdem für Gospel-Projekte gefragt, was eigentlich nicht ihr künstlerischer Background ist, dafür aber selten für Free-Jazz-Bands. Auch ihre erste Konzertrezension in einer deutschen Zeitung beschäftigte sich primär mit ihrer Haut und ihrem Körper und ich möchte sie kurz zitieren. Darauf sagte sie nämlich in diesem Podcast,
I felt so exoticized, I didn't even, and objectified, I didn't even feel like a human after reading it. In den soeben genannten Beispielen repräsentieren BIPOC-MusikerInnen aus den Augen der Unbenannten eine bestimmte Gruppe. Anstatt ihr individuelles Talent zu sehen, werden ihnen Rollen zugeschrieben, was zu Marginalisierung ihrer Person und Musik führt und aber auch ganz knallhart gleichzeitig berufliche Chancen und Mobilität verhindert. Neu ist das Ganze allerdings nicht, denn Othering und Exotismus pflegen im Jazz, im Blues und anderen Musiktraditionen eine lange Tradition. So herrschte bereits gegen Ende des 20. Jahrhunderts eine von weißen AmerikanerInnen ausgehende Faszination mit der vermeintlich puren schwarzen Stimme aus dem Mississippi-Delta. Da hat Harald ja eben schon so ein paar Sachen zugesagt. Und es war so, dass weiße FolkloristInnen wie John und Alan Lomax in den ländlichen Gegenden nach dem unkontaminierten Black Song suchten und im bekannten Fall von Lead Belly dachten, fündig zu werden. Und auch in Europa wurde es im Zuge des Kolonialismus zur regelrechten Mode, dass Fremde, das aus der sicheren Entfernung lange als exotisch spannend wahrgenommen wurde, zu romantisieren, wie Wolfram Knauer in seinem Buch Play Yourself Man beschreibt. Davon zeugen zum Beispiel die hochproblematischen Völkerschauen des 19. Jahrhunderts und die besondere Faszination an schwarzer Hautfarbe in der Musik, ganz speziell, die bereits bis in das 17. und 18. Jahrhundert zurückreicht, als Höfe vermehrt begannen, schwarze MusikerInnen anzustellen. Als Jazz dann nach Europa schwappte, war es unter anderem die faszinierende Exotik, die bei den Menschen ein großes Interesse an der, und ich zitiere noch einmal aus Knauer, mitreißenden, einlullenden Rhythmik und den seltsamen Instrumenten entfachte. Endquote. Auch das erste Geschichtsbuch Jazzman aus dem Jahre 1939 obsessierte mit einer angeblichen Reinform amerikanischer Musik, verortete diese allerdings nicht in Südstaaten oder in dem ländlichen Gebiet, sondern im Rotlichtmilieu von New Orleans. Und stereotypisierte dabei schwarze MusikerInnen durch Sexualisierung und Proletarisierung. Seit jeher wird der Jazz-Diskurs besonders von weißen JournalistInnen, AutorInnen und WissenschaftlerInnen angeführt. Dabei dominiert weiterhin die Erzählung, dass Jazz von einer simplen Unterhaltungs- zu einer komplexen Kunstmusik emanzipierte, wie der letztjährige Artikel in der Zeit Charlie Parker, der Beethoven des Jazz, im Kontext von Parker's Centennial war das, noch einmal eindrucksvoll unterstrich. Ingrid Monson weist darauf hin, wie AutorInnen wie Gunther Schuller es sich in den 60er Jahren zur Aufgabe machten, Jazz anhand der von den amerikanischen Eliten vertretenen kulturellen und ästhetischen Werte zu legitimieren, indem er Attribute wie expressive favor, artistic commitment, virtuosity und structural logic hervorhebte. Das sind alles direkte Kriterien der deutschen Romantik und der modernistischen Idee vom Absolutheitsanspruch und der Autonomie von Musik. In seinem berühmten Artikel Sonny Rollins and the Challenge of Thematic Improvisation feiert Schuller zwar Rollinses motivische Gestaltungskraft, würde ich aber gleichzeitig Jazz-KünstlerInnen herab, die nicht seinen zeitlosen Kriterien eurozentrischer Ästhetik entsprechen, indem er über deren Mangel von thematischer Kohärenz Folgendes schreibt: Indeed, the majority of players are perhaps not temperamentally or intellectually suited to do more than realizing a well-sustained overall feeling. Dem Statement unterliegt die rassistische Konnotation einer schwarzen Emotionalität auf Kosten von Intelligenz, die sich auch in der Narrative wiederfinden lässt, dass Jazz sich zur Hälfte aus intelligenter europäischer Harmonik und Motivik und zur anderen Hälfte aus emotionsgetriebener afrikanischer Rhythmik zusammensetzt. Der sogenannte White Gaze, also der weiße Blick, mit dem Jazz traditionell besprochen, interpretiert und analysiert wurde, verstrukturalisierte sich unter anderem in den Lehrplänen von Universitäten, wie auch in Gremien von Förderinstitutionen. In der Tradition des ästhetischen Werkkonzepts verorten sie die Bedeutung und den Gehalt von Musik primär intrinsisch in ihren Elementen und stellen die kulturellen und sozialpraktischen Aspekte in Form von außermusikalischen Zusätzen an hintere Stelle. Dabei war Jazz nie eine neue Subkultur, wie sie lange porträtiert wurde, sondern entwickelte sich aus einem afroamerikanischen Mainstream heraus. Ich möchte an dieser Stelle argumentieren, dass die kritische Evolution von Musik afrodiasporischer und anderer nicht-westlicher Traditionen mit den ausschließlichen Primärmitteln der europäischen Kunstmusik auch eine Form des Otherings darstellen kann. Denn hier wird aus dem Winkel eines weißen Blicks eine Leitästhetik etabliert,
in die andere Musiken sich entweder zu integrieren haben oder ansonsten marginalisiert und ausgegrenzt werden. Seit einigen Jahrzehnten gibt es allerdings immer mehr einflussreiche Stimmen, die mit dieser eurozentrischen Leitkultur brechen oder sie zumindest überarbeiten. Also in den 90ern verlagerte Ingrid Monson zum Beispiel den Fokus auf die improvisatorische Interaktion. Vijay Iyer analysiert die Verkörperlichung afrodiasporischer Improvisationsmusik und Chris Stover plädiert für eine afrologische theoretische Ontologie zur Entwicklung neuer Musikanalyse-Tools und bezieht sich dabei auf die jüngere Arbeit von George Lewis. Zurück in die Zukunft. Wie gelingt es uns, in Bezug auf unsere Jazzgemeinschaft, rassistische Markierungen zu überwinden? Als ersten Schritt möchte ich mich einer Position aus dem Bereich der Postcolonial Studies und der kritischen Weißseinsforschung bedienen. Da das Thema bereits intensiv auch in Deutschland publiziert und besprochen wurde, werde ich es nur kurz anreißen. Dennoch sehe ich es als zentral für unsere Lösungsfindung. Während die Mehrheitsgesellschaft auf der einen Seite Minderheiten klar markiert, haben wir ja gerade gesehen, vermeidet sie auf der anderen Seite die Benennung einer Kategorie, und das ist die der eigenen Kategorie Weiß. Dabei sind weiße Menschen in unserer Gesellschaft nicht ausgenommen von der Bestimmung durch ethnische Merkmale. Für People of Color, kalter Kaffee, kritisieren sie doch seit langer Zeit die strukturelle Formherrschaft des Weißseins. Für viele Weiße ist die Kategorie im Alltag jedoch unsichtbar, da sie sich in ihrer vollen Individualität darin frei bewegen kann, ohne durch sie diskriminiert zu werden. Um Weiß als normstiftende Position jedoch zu entheben, müssen wir als erstes die Norm benennen. Denn dadurch können wir mit kritischem Blick auch unsere eigene Sonderrolle reflektieren, die eigenen Privilegien erkennen und dadurch eigene Handlungsmacht ableiten. Also ist ja auch ganz logisch, wenn es ein Problem gibt, muss man das Problem ganz zuerst erstmal beim Namen nennen. Chimamanda Ngozi Adichie schreibt in ihrem Buch Americana, was ich übrigens wärmstens empfehlen kann, I only became black when I came to America. Ich wurde weiß, als ich nach Amerika ging. Natürlich war ich das schon vorher, aber als ich 2010 in meinem ersten offiziellen Formular nach meiner Rasse gefragt wurde, wurde mir mein Weißsein zum ersten Mal so richtig bewusst. In den USA ist die statistische Erhebung von ethnischer Identität eine normalisierte Praxis, dessen Mangel in Deutschland im Übrigen zu einer dünnen Datenlage führt. Ich merkte, wie unangenehm es mir war, mich zu einer ethnischen Gruppe zu bekennen, war ich es in meiner Individualität doch gewohnt, frei von einer solchen Bezeichnung zu sein. Auch muss es mir jetzt im Rückblick gedämmert haben, dass ich dadurch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zugab, die strukturelle Privilegien gegenüber Minderheiten genießt und ausnutzt. Außerdem war ich im Glauben, dass die Frage in sich bereits rassistisch sei. Das war meiner Sozialisierung in Deutschland geschuldet, da in der Antirassismusbewegung hierzulande bisher die Idee der Farbenblindheit dominierte. Diese ist sicherlich auch als Gegenreaktion auf die Katalogisierung nach Rassen im Dritten Reich zu verstehen. Das Argument lautet, dass ein Fokus auf Rassifizierungen diese Position festschreibe, anstatt sie zu überwinden. Kulturelle Identitäten seien nicht anhand der einfachen Dichotomie Weiß, People of Color erklärbar und jede Analyse der Realität durch eine entsprechende Brille bediene sich dieser rassistischen Kategorien. Das ist das Argument. Das Problem mit dieser Position ist, dass, und ich zitiere Milley Hyatt, dass es in einer seit Jahrhunderten rassistisch hierarchisierten Welt anmaßend und realitätsverweigernd ist, so zu tun, als wäre es gesellschaftlich gesehen irrelevant, in was für eine Haut man hineingeboren wurde. Zitat Ende. Deswegen plädiere ich für eine Normalisierung der Benennung von Weißsein. Denn eine kritische Reflexion daraus ergehend ermöglicht die Erkennung einiger oder eigener Privilegien. Zum Beispiel, als weißer deutscher Musiker bin ich nicht dem Stress von Othering und Exotismus ausgesetzt. Ebenso muss ich mich in der Regel nicht fragen, ob ich das Stipendium, den Gig, die Stelle in der Band oder den Hochschuljob aufgrund meiner ethnischen Markierung nicht bekommen habe. Wenn ich auf Tour als Einziger am Flughafen für ein extra Sicherheitsscreening aus der Schlange gefischt werde, frage ich mich auch nicht, ob es an meiner Hautfarbe liegt. Ich werde beim Dinner mit meiner Band nicht als Einziger gefragt, ob ich nicht vielleicht lieber mit Stäbchen essen würde. True story. Und ich werde nicht automatisch diskriminierten Kollektiven zugeordnet und habe statistisch einen niederschwelligen Zugang zu einflussreichen Positionen mit Gestaltungs- und Entscheidungsgewalt. Was hierdurch entsteht, ist Handlungsmacht. Wie sieht diese Handlungsmacht aus? Was können wir tun und wer ist überhaupt für die Bekämpfung von Othering und Exotismus zuständig?
An dieser Stelle möchte ich an das Konzept von komplexer Intersektionalität anknüpfen, das der Lyriker und promovierte Politikwissenschaftler Max Czollek in seinem letzten Buch Gegenwartsbewältigung bespricht. Die Idee von Intersektionalität stammt von der Columbia Law School-Professorin Kimberly Crenshaw, die strukturelle und systemische Diskriminierungen erforscht und dabei herausstellt, wie sich Race, Class, Gender und andere individuelle Charakteristiken überschneiden. Beispielsweise unterscheidet sich die Lebenswelt und Lebensrealität und damit auch die Diskriminierungserfahrungen einer weißen Frau von der einer schwarzen Frau, von der eines schwarzen Mannes. Hier wirken Rasse und Geschlecht intersektional als Gruppe zusammen, also als eine Einheit. Durch den Nachweis von intersektionaler Benachteiligung in Strukturen, wie zum Beispiel der Gesetzgebung, verfolgt Crenshaw das Ziel, Diskriminierungshierarchien und Machtdynamiken abzubauen. Hieraus erwuchs ein einflussreicher Forschungszweig, in dem auch deutsche WissenschaftlerInnen überzeugend darlegen, dass Rassismus systematisch verankert ist. Als sehr übersichtlichen Grundlagentext empfehle ich hier Natasha Kellys Buch Rassismus, strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen, in dem sie aufzeigt, dass sich das Rassedenken des Kolonialismus in einer Kolonialität heute fortwirkt. Für unsere Diskussion sind zwei Aspekte von Bedeutung. Erstens müssen wir verstehen, dass Antirassismus die Inspektion anderer Voreingenommenheiten, wie zum Beispiel Islamophobie, Antisemitismus etc. erfordert, sowie zum Beispiel auch einen Kampf um Geschlechtergerechtigkeit zwingend Chancenungleichheit durch Rassismus mit einbeziehen muss. Zweitens wird das Othering-Problem nicht auf individueller Ebene zu lösen sein, sondern muss strukturell angepackt werden. Czollek denkt die Intersektionalität dahingehend weiter, dass sich nicht nur Kriterien für ungleiche Behandlung überschneiden, sondern auch Privilegien. Er lobt auf der einen Seite die Errungenschaften von Identitätspolitik, die maßgeblich zum Beispiel zu der Verbesserung von Frauenrechten, zur Homo-Ehe oder zum allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz beigetragen haben, schreibt aber auch, dass eine identitätspolitische Fixierung auf die eigenen Diskriminierungserfahrungen den Blick auf die Handlungsmacht verstellen kann, die jede und jeder hat. Mit anderen Worten, durch die Zuordnung zu einer diskriminierten Gruppe wie beispielsweise Queer, Unterschicht oder MigrantIn werden gleichzeitig Aspekte eigener Privilegien wie zum Beispiel männlich, Akademiker oder heterosexuell und damit Handlungsmacht unterlassen. Das hilft uns bei der Antwort, wer für die Bekämpfung von Othering und Exotismus in der Musikwelt zuständig ist. Denn zunächst erst einmal haben wir alle, wenn auch sehr unterschiedliche, Handlungsspielräume. Und wir müssen uns zusammenschließen. Das Konzept des Verbündetseins, so wie Czollek es beschreibt, bedeutet eine Art, und ich zitiere ihn kurz, eine Art der politischen Freundschaft, bei der die Anliegen der anderen zu den je eigenen Anliegen werden. Zitat Ende. Dies setzt sowohl das Bewusstsein über die eigenen Privilegien als auch über Diskriminierungsformen voraus. Neben der Analyse von Diskriminierung kann durch die Analyse der eigenen Handlungsmacht die potenzielle Vereinseitigung der Identitätspolitik überwunden werden und Möglichkeiten aufzeigen, um unsere Szene selbst aktiv mitzugestalten. Es ist also nicht genug, wenn Frauen ausschließlich gegen Sexismus kämpfen, BIPOC gegen Rassismus, Queere gegen Homophobie und wenn gesunde weiße Männer gar nichts tun. Wir müssen uns nicht nur über unsere Position, also wer wir sind, zusammenfinden, sondern auch darüber, wie wir die Musiklandschaft gemeinsam verändern und gestalten wollen. Und ich möchte hier für eine Landschaft der radikalen Vielfalt plädieren, die die Repräsentation und Sichtweisen von den anderen in kritischer Masse mit einbezieht. Dabei möchte ich unterstreichen, dass in Bezug auf Othering und Exotismus weißen MusikerInnen und AkteurInnen in der Jazzszene eine ganz besondere Rolle zukommt, deswegen auch mein Titel der Präsentation. Denn es ist nach wie vor, dass wir am Hebel sitzen. Die politischen Initiativen und Gremien, Hochschulposten, Curriculum, DesignerInnen, Juries, VeranstalterInnen, FestivalkuratorInnen, WissenschaftlerInnen und JournalistInnen, sie alle sind überwiegend weiß besetzt, was zu einseitigen Perspektiven führt. Diversity auf der anderen Seite bedeutet Multiperspektivität und die erhalten wir nur durch kritische Masse. Kelly argumentiert dafür, dass strukturelle Probleme strukturelle Lösungen erfordern. Deshalb müssen wir auch an der Struktur ansetzen. Als Menschen in Führungspositionen haben besonders Weiße die Möglichkeit, sozialen Wandel einzuleiten, indem sie historisch minder repräsentierte Gruppen auf systemischen Ebenen empowern. Beispielsweise durch die Verteilung von Ressourcen oder eine intersektional diverse Besetzung von Gremien und Juries, die selbstverständlich ganz automatisch andere Sichtweisen mitbringen. Des Weiteren spricht Kelly sich dafür aus, Räume zu kreieren, in denen Eurozentrismus nicht das Zentrum ist, beispielsweise durch die Einrichtung und Finanzierung von Black Studies an deutschen Hochschulen.
Solche Räume könnten auch oder können auch an Musikhochschulen eine Wirkung entfalten, zum Beispiel durch curriculare Veränderungen oder durch Kooperationen mit Departments anderer Universitäten. In den USA wird dies durch die Integration von Creative Practice und Critical Inquiry an verschiedenen Orten bereits implementiert. Bei jeder Form von Empowerment ist es wichtig, die geanderten Gruppen ihre Bedürfnisse selbst artikulieren zu lassen und nicht über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden, was sie denn brauchen würden. Und ich erwähne das ganz bewusst, weil es weiße Menschen unserer Gesellschaft gewohnt sind, den Diskurs zu dominieren. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich fast täglich in meinen sehr divers besetzten Kursen an der New York University sehe. Also es ist oft so, dass die weißen Studierenden die Diskussion dominieren im Classroom. Auch deshalb habe ich meine GesprächspartnerInnen danach gefragt, was sie bei der Überwindung von Othering von weißen MusikerInnen erwarten. Keske Matsudo meint dazu, dass marginalisierte Gruppen selbst Struktur und Kraft finden müssen, dann aber Sichtbarkeit und Repräsentation benötigen und dass hier weiße MusikerInnen in Form einer Allianz helfen können. Denn nach wie vor verhindere eine deutliche Überzahl an weißen Menschen in bestehenden Strukturen die Sichtbarkeit marginalisierter Gruppen. Es geht also auch darum, Platz zu schaffen. Ein Angriff auf bestehende Strukturen kam kürzlich auch von einer Gruppe von MusikerInnen, die in einer Stellungnahme zur erstmaligen Verleihung des Deutschen Jazzpreises eine ungenügende Repräsentation nicht weißer Personalauswahl im Beirat, der Jury und den Nominierten kritisierte. Die Reaktion auf den offenen Brief der Initiative Musicians 4 hatte einen derartigen Impact, dass Vereinigungen wie die Initiative Musik oder die Deutsche Jazzunion sich dem Thema ernsthaft anzunehmen scheinen, während das Problem bundesweit, zumindest in der Szene, bundesweit debattiert wird. Der Autor des Textes, der Berliner Pianist Elias Stemmeseder, hat dabei seine Handlungsmacht als integraler Bestandteil der deutschen Szene und als Rezipient des Preises genutzt, um das Thema intersektionale Diversität oben auf der Tagesordnung zu platzieren und eigene finanzielle Ressourcen dafür eingesetzt. Matsuno fügt hinzu, dass er sich wünsche, dass die Szene nicht nur einfach nicht rassistisch, sondern vielmehr antirassistisch sei. Aktivismus auf lokaler Ebene kann dabei viele Formen annehmen. Bei der Produktion des nächsten Albums, der Zusammensetzung der eigenen Band oder sogar bei der Organisation privater Jam-Sessions kann Multiperspektivität ein effektives Kriterium sein, das nicht nur der Musik gut tut, sondern auch die Sichtbarkeit für geanderte KollegInnen schafft und sie in ihrer Individualität und unterschiedlichen musikalischen Kontexten normalisiert. Abschließend möchte ich noch betonen, warum sich gerade die künstlerische Praxis als Gegenstrategie zum Othering anbietet. Und dafür möchte ich mich noch einmal Nathaniel Mackie bedienen, der Social Othering und Artistic Othering unterscheidet und es damit in etwas Positives umwandelt. Und er schreibt Folgendes: Artistic Othering has to do with innovation, invention and change upon which cultural health and diversity depend and thrive. Social Othering has to do with power, exclusion and privilege, the centralization of a norm against which otherness is measured, meted out, marginalized. My focus is the practice of the former by people subjected to the latter. Im Prozess seiner Identitätskonstruktion hat mein Freund Keske Matsuno natürlich auch seine japanischen Wurzeln erforscht. In seiner Masterarbeit thematisierte er zum Beispiel das traditionelle Shakuhachi-Spiel, das die perfekte Balance zwischen reinem Ton und Geräusch anstrebt. Dieses Konzept transformierte er auf seine Gitarre, auf der er unter anderem deswegen heute in wirklich einzigartiger Weise Sound und Noise miteinander ausbalanciert. Und er spielt übrigens heute Abend hier. Das kann man sich auch anhören. Keskes kultureller Hintergrund eröffnete ihm eine eigene künstlerische Perspektive, die er durch die Modifikation von Ideen erzeugt. Und das ist das, was Mackie Artistic Othering nennt. Und damit ist er nicht allein. Keske meine ich. MusikerInnen abseits der bestehenden Norm haben aufgrund ihrer besonderen Lebenswelt und Realität originelle und alternative Ideen, die es nicht nur verdient haben, gehört zu werden, sondern die künstlerische Praxis auch weiterbringen. Ihr musikalisches Schaffen ergibt sich unter anderem aus ihrer Differenz zu ihrer Umgebung. Eine Zugehörigkeit zur Community entsteht nicht durch Anpassung an den Standard, sondern durch die Anerkennung ihrer Individualität und den Raum fürs Anderssein. Und diesen Raum müssen wir als Verbündete ihnen aktiv geben. Denn, um Keske noch ein letztes Mal zu zitieren, am Ende geht es doch um Kunst. Darum, geile Sachen zu machen. Oder? Vielen Dank.
Vielen Dank, Timo Vollbrecht. Wir haben gleich noch Gelegenheit, mit Timo zu diskutieren. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Stefan Meinberg, der Trompeter ist und vielseitige Erfahrungen hat. Zum Beispiel war er hier Dozent bei den Jazz Conceptions diesen Sommer. Er macht sich aber sehr intensiv Gedanken darüber, wie er als weißer Musiker in einer afroamerikanischen Musikpraxis tätig ist. Und dazu präsentiert er uns jetzt seinen kurzen Entwurf. Vielen Dank. Aber ich versuche das vielleicht. Wir werden sehen. Okay, ja, es freut mich. Die ganze Veranstaltung ist bisher richtig toll, finde ich. Ja, vom Umgang mit dem Privilegiertsein. Privilegien sind bevorzugte Zugänge für manche Menschen zu unterschiedlichen Formen von Lebensqualität. Ihre Kehrseite sind entsprechende Benachteiligungen der anderen nicht bevorzugten Menschen. Unter besonderen Umständen können ganz bestimmte Privilegien zwar auch sinnvoll sein, nämlich dann, wenn sie zu einem höheren Maß an Gleichverteilung von Lebensqualität beitragen, zum Beispiel spezielle Sitzplätze für ältere Menschen in Bussen. Allergrößtenteils jedoch bewirken und verschärfen Privilegien die Ungleichverteilung von Lebensqualität. Diese ungerechten, mit Verhältnissen von Herrschaft einhergehenden Privilegien sind im weiteren Input gemeint. Hierbei geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern um gravierende Unterschiede von Lebensqualität. Oft in der Folge dann auch von durchschnittlicher Lebenserwartung bis hin zu unmittelbaren Konsequenzen von Leben oder Sterben. Die bestehenden Verhältnisse von Herrschaft sind vielschichtig und widersprüchlich. In ihnen überkreuzen sich eine Mehrzahl von Herrschaftsformen, die komplex ineinander verknotet sind und sich gegenseitig verfestigen. Von verschiedenen Herrschaftsformen betroffene unterschiedliche Gruppen werden immer wieder gegeneinander ausgespielt. Oft werden mehrfache Diskriminierung und Privilegien ausgeblendet. Die verschiedenen verschränkten Herrschaftsformen bilden sich in uns Individuen paradox ab. Wir Menschen haben großes Potenzial zur Veränderung in beide Richtungen. Aus Befreiungskämpfenden können Unterdrückende werden, wie auch umgekehrt. Sehr oft sind wir in verschiedenen Dimensionen von Herrschaft beides zugleich. Feministische AktivistInnen und TheoretikerInnen der afrikanischen Diaspora, von Unterdrückung betroffen entlang der Kategorien Rassismus, fast immer auch Gender und Klasse, oft auch Sexualität, haben die mehrdimensionale Wirklichkeit und Verwicklung der Herrschaftsverhältnisse schon sehr lange thematisiert und wegweisend analysiert. Zum Beispiel die 1803 in Hartford, Connecticut geborene Maria W. Stewart und so auch Sojourner Truth, Ida B. Wells Barnett, Fannie Hamer, Sylvia Winter, Angela Davis, Audre Lorde, das Combahee River Collective, Bell Hooks, Cornel West, Patricia Hill Collins und viele mehr. Für die von den genannten analysierte Mehrfachdimensionalität der Herrschaftsverhältnisse etabliert sich in den letzten Jahrzehnten der Begriff Intersectionality, was eben von Kimberly Quencho eingebracht worden ist, Deutsch Intersektionalität. Und das eng, also im Deutschen klingt das immer so akademisch, aber das ist eben einfach, weil es aus dem Englischen übertragen ist. Das englische Wort bedeutet, also Intersection bedeutet eben einfach Verschränkung, Straßenkreuzung, Schnittmenge. Intersektionale Analysen arbeiten heraus, wie unterschiedliche Formen von Herrschaft ineinander wirken und sich entscheiden, gegenseitig stabilisieren. Intersektionale Analysen beharren daher auf das Ziel von durchgehender, tatsächlich sämtliche Formen von Herrschaft aufhebender Gerechtigkeit. Nicht schlüssig und nicht hinreichend ist es dagegen, nur eine oder wenige Herrschaftsdimensionen anzugehen. Zugleich aber Herrschaft in anderen Dimensionen zu rechtfertigen oder runterzuspielen, wie es unter anderem bei fast allen Varianten des europäisch tradierten Liberalismus, einschließlich seiner traditionsmarxistischen Abzweigung, zu sehen ist. Sind wir in einer Dimension von Herrschaft Teil der Unterdrückten oder Privilegierten, bedeutet das nicht gleich notwendigerweise, dass wir dies auch wissen. Die meisten der akuten Herrschaftsformen haben eine lange Entwicklungsgeschichte. Wir werden in diese Geschichte hineingeboren und lernen erst, uns mehr oder weniger zu orientieren.
Dabei wären wir alle in fortgesetzter Weise auch von den gesellschaftlich vorherrschenden Vorstellungen und Erzählungen tiefgreifend geprägt. Diese reproduzieren jedoch in der Regel die bestehenden Herrschaftsverhältnisse. Sie rechtfertigen sie und blenden sie und ihre Geschichte zugleich aus. Inwiefern wir auch Zugang zu herrschaftskritischen Perspektiven erhalten, ist abhängig vom Einflüssen unseres persönlichen Umfelds, ist abhängig von der gesellschaftlichen Dynamik und ist mit zunehmendem Alter dann auch abhängig davon, ob wir uns proaktiv nach anderen Sichtweisen umsehen. Bewusstwerdung verläuft selten durchgehend linear. Mehr oder weniger unbewusst möchten wir vielleicht manches lieber gar nicht genauer wissen, weil es uns vielleicht unbequem oder gar unangenehm ist oder sein könnte, weil es unser Selbstbild, unser Narzissmus in Frage stellen würde, weil es Scham auslöst und uns vielleicht Angst macht. Und von daher verhalten wir uns eventuell abwehrend. Wir verdrängen, wir meinen, es geht uns nichts an, wir können ja sowieso nichts ändern, wir vergessen und übersehen. Oder aggressiver abwehrend, wir verleugnen, projizieren auf andere, wir spalten die Realität, verkehren sie ins Gegenteil, blenden abgespaltete Teile der Realität aus und so weiter. Wenn auch nicht automatisch, aber doch tendenziell, finden sich Abwehrmechanismen vermutlich bei uns häufiger, wenn wir uns auf der privilegierten Seite einer Herrschaftsdimension befinden. Dann hätten wir entsprechende Bevorzugungen zu verlieren und hätten uns mit unserer besonderen privilegierten Mitverantwortung auseinanderzusetzen. Meist genügen uns als Privilegierte die vorgeblich neutral daherkommenden Abwehrmechanismen. Wir lassen Herrschaftsverhältnisse gar nicht erst in unseren Sinn kommen, wir machen sie einfach nicht zum Thema und deren Fortschreibung durch den dominanten Diskurs geschieht quasi automatisch. Menschen zu rassialisieren bedeutet Äußerlichkeiten oder auch religiös-kulturelle Zuschreibungen mit angeblich dann vorhandenen weiteren Merkmalen zu verknüpfen. Mit Weißsein behauptet einhergehende Attribute sollen in der Regel meistens vermeintliche Überlegenheit und Legitimation zu herrschen belegen. Dagegen werden und wurden als nicht weiß kategorisierte Menschen abgewertet und entsprechend benachteiligt, unterdrückt, verschärft, ausgebeutet, wenn nicht gar geplündert, versklavt, terrorisiert, ermordet. In solchen rassistischen Realitäten sind Weißgelesene in eine substanziell privilegierte Position gestellt. Und dies unabhängig davon, ob eine weißgelesene Person selber das nun will oder nicht. Wie verhalten wir Weißprivilegierten uns dazu? Angenommen, wir werden als weiß gelesen und haben zugleich eine Vorliebe für bestimmte Musiken der afrikanischen Diaspora. Also Musik, die ursprünglich wesentlich erschaffen wurde von als nicht weiß kategorisierten, von Rassismus betroffenen, außerhalb Afrikas lebenden Menschen afrikanischer Abstammung. Zum Beispiel Blues, Gospel, Jazz, Salsa, Rock, Samba, Reggae, Soul, Dub, Hip-Hop, Techno, um nur einige der breitesten Genre-Oberbegriffe zu nennen. Diese Aufzählung verweist darauf, dass es in Summe um einen riesigen, den vermutlich umfangreichsten, einflussreichsten Anteil globaler Musikpraxis geht. Vielleicht ist unsere weiße Begeisterung für einen oder mehrere dieser Musiken so ausgeprägt, dass wir uns mit diesen auch beruflich befassen. Dies dann nicht zuletzt auch, um so die von uns benötigten sogenannten Brötchen zu organisieren. Welchen Stellenwert haben für uns als entweder weiß Privilegierte oder als von Rassismus Betroffene die sozialen rassistischen Umstände, unter denen diese Musiken ursprünglich erschaffen wurden? Und wie ausgeprägt ist unser Interesse, die weitere Entwicklung dieser Umstände bis heute zu verstehen? Hat das Auswirkungen auf unsere konkrete Praxis? Hat es Auswirkungen auf Aspekte unseres Lebens jenseits der Musik? Der neuzeitliche, auf der Konstruktion von Weißsein fußende Rassismus entstand ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Legitimationsideologie für die ab diesem Zeitraum von Europa ausgehenden massenmörderischen Kolonisierungen. Diese Reihe von Unterwerfungen immer größerer Teile der Welt unter eine monströse Raubökonomie sind grundlegender Bestandteil der Herausbildung, Ausbreitung und schließlich globalen Herrschaft des Kapitalismus. Befreiungsbewegungen konnten im Zeitraum 1920 bis 1975 zwar die formale Souveränität der meisten kolonisierten Länder erkämpfen,
die kolonial-rassistisch hergestellten grundlegenden Machtverhältnisse auf den kapitalistischen Weltmärkten blieben jedoch unverändert. Neokolonial fortgesetzte Abhängigkeiten beschränkten nach wie vor viele Länder des globalen Südens auf das Bereitstellen von Rohstoffen und billiger Arbeit für den globalen Norden. Seit den 1960er Jahren hat der Unterschied im Grad der Industrialisierung zwischen Ländern des globalen Südens und Nordens zwar abgenommen, abgesehen von den relativen Ausnahmen der Schwellenländer bestehen die gewaltigen Einkommensgefälle zwischen den meisten dieser Länder jedoch fort. Sogenannte Freihandelsabkommen zementieren den Nettowerttransfer vom globalen Süden in den Norden weiter. Die aufgrund der strukturellen Ungerechtigkeit des Kapitalismus meist fortgesetzte, oft sich auch immer weiter verschärfende materielle Ungleichheit ist ein intersektionales Geschehen. Sie zeigt sich sowohl im Nord-Süd-Verhältnis als auch innerhalb der Einzelgesellschaften in sämtlichen Dimensionen von Herrschaft, insbesondere Klasse, Rassismus, Gender, Ableismus, Sexualität, Nationalismus, Geschlecht. Nicht zu trennen von der wirtschaftlichen ist die gleichfalls gravierende ökologische Ungerechtigkeit des Kapitalismus. Auch diese ist ein generell intersektionales, entscheidend kolonial-rassistisch strukturiertes Phänomen. Es ist kein Zufall, dass der Begriff Environmental Justice, Umweltgerechtigkeit, in Kämpfen afroamerikanischer Communities gegen die besonders skrupellose Vergiftung ihrer Wohnviertel durch fossile und chemische Industrien entstand. Der im globalen Süden größtenteils zugunsten des globalen Nordens stattfindende Abbau der Mehrzahl an mineralischen, agrarischen, fossilen Ressourcen hinterlässt drastische Verwüstungen. Zugleich müssen Länder des Südens als Deponien für Elektroschrott und sonstigen Giftmüll des Nordens herhalten. Indigene Gemeinschaften sind in sehr vielen Ländern sowohl stark von Rassismus wie auch heftig von ökologischen, extraktivistischen Zerstörungen betroffen. Indigene Föderationen sind wegweisend seit Jahrhunderten im antikolonialen Kampf für den Erhalt der planetaren Grundlagen des Lebens. Viele von ihnen leisten hartnäckigen Widerstand, auch entgegen von multinationalen Rohstoffkonzernen auf sie angesetzte Mördertruppen. Betreffs Umweltungerechtigkeit gilt in aller Regel: Je reicher und mächtiger eine Person, eine Gruppe, ein Land, desto größer ihr oder sein verursachter Anteil an den Zerstörungen, wie auch desto größer ihre oder seine Möglichkeiten, den Folgen auszuweichen bzw. diese abzufedern. Entsprechend umgekehrt: Je ärmer und machtloser, desto geringer sowohl der Anteil an den Zerstörungen als auch die Möglichkeiten, den Folgen auszuweichen. Dieses Prinzip zeigt sich wiederum intersektional in den Einzelländern, vor allem in den Dimensionen Klasse, Rassismus, Gender, zwischen den Ländern extrem im neokolonialen Nord-Süd-Verhältnis. Zum Beispiel ist der Anteil der allermeisten afrikanischen Länder an der Erderhitzung in Summe kaum vorhanden bis minimal. Von den Folgen jedoch sind die meisten dieser Länder seit Jahrzehnten schon massiv betroffen, einschließlich stark ansteigender Zahl an Hungernden auf dem Kontinent. Klimawissenschaftlich deutet alles darauf hin, dass Afrika auch in Zukunft ein Hauptbetroffener, dann zunehmend unbewohnbarer Kontinent sein wird. Afrikanische Klimagerechtigkeitsbewegungen skandalisieren unter anderem die Realitätsverweigerung der Regierungen des globalen Nordens, dem Faktum Rechnung zu tragen, dass ihre reichen Länder mit ihren akuten und ihren historisch angehäuften Emissionen die ganz klar Hauptverursachenden der Katastrophe sind. Entsprechend müssten sie ihren Treibhausgasausstoß schnellst, sofort, jetzt auf Null stellen. Auch hätten sie ernstzunehmende Entschädigung zu leisten, damit immerhin Anpassungs- und Hilfsmaßnahmen in hauptbetroffenen Ländern realisiert werden können. 2009 hatten Staaten des globalen Nordens zusammen dafür 91 Milliarden Euro jährlich in Aussicht gestellt. Die tatsächlichen Kosten liegen jedoch mindestens 25 bis 30 Mal höher. In den Pariser Klimaverhandlungen 2015 haben Delegationen des Nordens dann in erpresserischer Weise durchgesetzt, dass mit den 91 Milliarden jegliche Ansprüche von Betroffenen an hauptverursachende Staaten abgegolten sein sollen. Doch von all dem ist zum Beispiel in der deutschen Debatte so gut wie nie die Rede. Stattdessen wird aber über ein angeblich noch vorhandenes deutsches Emissionsbudget fabuliert.
ohne zu erwähnen, dass ein solches, wenn es denn gerecht berechnet würde, aufgrund der historisch angehäuften Emissionen schon seit Jahrzehnten aufgebraucht ist. Die Mythen weißer europäischer Überlegenheit zwecks Legitimation der kolonialen Plünderökonomien, Genozide und Versklavung gründeten sich jeweils wesentlich auch auf dreiste Behauptungen missionierender Zwangsbeglückung der außereuropäischen Welt. Dies zunächst mit einer Art Erlösung durch das Schwertchristentum, dann mit der nicht weniger gewalttätigen sogenannten Aufklärung, sowie im 19. Jahrhundert mit einem paradox nationalliberalen Universalismus. Später dann bezüglich neokolonialer Kontinuität ab zweiter Hälfte des 20. Jahrhunderts bis heute mit Fiktionen industrieller Entwicklung und kapitalistischer Modernisierung. Dynamiken von Herrschaft, aggressiver Expansion und ökologischer Zerstörung sind tief verankert in der europäischen Ideengeschichte. So zum Beispiel bei Francis Bacon, Thomas Hobbes, René Descartes, aber auch bei Kant, Hegel und unzähligen weiteren. Europas klassisch genannte Musikkultur war immer integrales Element jeweils herrschender Ideologie und entsprechend ein zunächst kirchlich, dann fürstlich, schließlich bürgerlich-staatlich institutionalisiert privilegiertes Geschehen. In der ritualisierten Fortschreibung weiß-bourgeoiser Elite-Identität liegt im Wesentlichen nach wie vor eine Grundfunktion des europäisch-klassischen Musikbetriebs. Ich sage Betrieb, nicht der Musik. Sein dünkelhaft ausschließender, zugleich einengender Grundton schreckt viele Menschen ab. Von ebenfalls vielen werden verschiedene, manche andere europäische, ländliche, regionale Musikkulturen dagegen als provinziell rückwärtsgewandt, naiv statisch wahrgenommen. Zudem in Ländern wie Deutschland auch belastet durch die phasenweise faschistische Vereinnahmung. Vor diesem Hintergrund ist die Begeisterung für Musik der afrikanischen Diaspora sehr vieler europäischer und europäisch-amerikanischer Menschen sehr naheliegend. Die meisten dieser Personen werden weiß gelesen und sind entsprechend weiß privilegiert, was auch bei mir selbst der Fall ist. Sehr viele von diesen, unter uns stammen eventuell auch ich, reflektieren ihr weiß privilegiert sein, aber kaum oder nur oberflächlich. Das trägt unter anderem auch zu verschiedenen unerfreulichen, weiß privilegierten Umgangsweisen mit afrikanischer diasporischen Musik bei. Mit afrikanisch diasporischen Musiken bei. Zwei Grundtypen davon, die sich auch vermischen, möchte ich jetzt noch nennen, das ist super grob. Also einmal Kolonisierung muss ein weißer Umgang mit Musik der afrikanischen Diaspora genannt werden, der mehr oder weniger bewusst oder unbewusst ausbeutende, in Besitz nehmende, von daher respektlose Muster reproduziert. Immer wieder kam es zum Beispiel dazu, dass weiße Künstlerinnen eines afrikanisch-diasporischen Genres von einer weiß kontrollierten Musikindustrie im Zusammenspiel mit weiß kontrollierten Medien als größte Stars oder gar vermeintliche SchöpferInnen des Genres aufgebautet wurden, was diese weißen KünstlerInnen mit sich geschehen ließen. Eines der umstrittensten Beispiele dafür ist Elvis Presley. Vor allem mit ihm wurde Rhythm and Blues diskursiv umetikettiert zum angeblich weißen Rock'n'Roll. Das hatte mindestens drei gravierende Effekte. Erstens, eine umfassend einflussreiche afrikanisch-diasporische Kulturleistung wurde, wenn auch nicht von Elvis persönlich, in Summe geleugnet und stattdessen vor allem als Weiße kolonisiert. Zweitens, ein riesiges weißes Publikum musste sich fortan nicht mehr mit ihrem verinnerlichten Rassismus auseinandersetzen, um diese Musik genießen zu können. Drittens, immense Beträge wanderten in die Taschen unzähliger weißer Rockstars. Noch viel größere Beträge wanderten natürlich in die Kassen der weiß kontrollierten Musikindustrie. Unklar bleibt, in welcher Größenordnung afrikanisch-diasporischen KünstlerInnen und afrikanisch-diasporische kontrollierte Musikindustrie unterm Strich Einnahmen durch diese weiße Inbesitznahme des Rock entgangen sind.
Mit dem zweiten der Grundtypen komme ich zum Schluss. Banalisierend oder auch verharmlosend, verflachend, verdünnend, verwässernd, vertrocknend, deodorierend, wattierend, entkopfend, verkopfend, entkörpernd, neutralisierend, ist ein weiß privilegierter Umgang mit Musik der afrikanischen Diaspora, der so tut oder so wirkt, als gäbe es gar keinen Rassismus, als gäbe es gar keine Herrschaft, als gäbe es gar keine existenziellen Fragen und verdammt ernste Missstände, als wäre Kunst zu trennen vom Leben. Ja. Fertig. Vielen Dank, Stefan Meinberg. Achtung, Kabel. Ich würde jetzt Timo Vollbrecht gleich wieder auf die Bühne bitten, weil wir ja zwei Vorträge jetzt gehört haben zu, wie ich finde, ein bisschen komplementären Themen von Critical Whiteness und Othering, die sich ergänzen, ein bisschen auf der individuellen Ebene geforscht haben und gleichzeitig sehr große gesamtgesellschaftliche, historische, geistesgeschichtliche, teilweise auch so finanzielle Zusammenhänge, kapitalistisch, sehr interessant, finde ich, viele Räume aufgemacht haben, habt ihr beide. Deswegen denke ich, es gibt viele Fragen aus dem Publikum. Ich würde die Diskussion gleich in den Raum geben. Bitte um Fragen. Ja, vielen Dank für die Referate. Ich habe noch mal eine Verständnisnachfrage. Ich habe nicht ganz verstanden, was Artistic Othering ist. Also Social Othering, wie habe ich, das habe ich verstanden. Artistic Othering habe ich nicht ganz nachvollziehen können. Okay. 1992 ist ein Essay erschienen worden von Nathaniel Mackey, schwarzer Poet in den USA, der von Artistic Othering und Social Othering unterscheidet. Social Othering wurde verstanden. Artistic Othering kann man, wenn man sich zum Beispiel im Reggae wird Versening benutzt oder auch im Jazz, wenn man zum Beispiel daran denkt, jetzt zum Beispiel Jazz Standards. Jazz Standards sind Kompositionen weißer KomponistInnen, zumeist aus des Great American Songbook, und afroamerikanische MusikerInnen haben diese Vorlagen benutzt und modifiziert und dadurch eigene Ideen entwickelt. Und die Idee ist halt dahinter, dass Leute, die unter Social Othering zu leiden haben oder davon betroffen sind, durch ihre Lebensrealität eigene Aspekte, Perspektiven mitbringen können und durch die Modifikation von Ideen neue Kunstpraxis schaffen können. Also etwas Positives. Und mein Argument oder was ich damit sagen wollte, ist, dass wir sollen Minorities nicht einbeziehen aus, wie sagt man auf Deutsch, Charity, sondern es dient der Musik und natürlich der Gemeinschaft auch, aber es ist einfach etwas, es ist eine Opportunity. Durch Artistic Othering. War das so ein bisschen verständlich? Ja. Okay. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, vielen Dank euch beiden für diese hervorragenden Referate. Ich habe eine Frage an euch beide. Ich fände es gut, wenn ihr die beide beantworten könntet. Und zwar, ihr habt Probleme benannt, ihr habt auch, oder Timo vor allem, hat Lösungsansätze auch vorgestellt. Ich habe mich gefragt, im Hinblick auf den Status quo der deutschen Jazzszene oder der deutschen Jazzwelt, es gibt, und ihr habt euch ja teilweise bezogen, auch auf Leute, die im Zusammenhang stehen mit der Critical Race Theory, es gibt da enormen Pushback. Also in den USA beispielsweise gibt es Staaten, in denen das Unterrichten von Critical Race Theory inzwischen verboten ist. Da bekommt man als Lehrer oder Lehrerin richtige Probleme, wenn man das tut. Es gibt in Deutschland im Bereich Musikjournalismus gibt es einen enormen Pushback gegen Versuche, bestimmte Sachen, die ihr angesprochen habt, zu thematisieren, enorme Widerstände auch. Könnt ihr da was dazu sagen, wie ihr das einschätzt? Möchtest du an? Also erst einmal, das stimmt, in den USA ist es interessant, weil
Critical Race Theory. Erstmal, es ist eigentlich gar nicht Critical Race Theory, sondern Critical Race Theory ist eine Theorie aus den Rechtswissenschaften. Aber Critical Race Theory, das wurde lange erforscht, über Jahrzehnte eigentlich, und es war alles so, es war im Eiffel Tower, Ivory Tower. Im Elfenbeinturm. Es wurde halt in der Akademie besprochen und ist so seit ein paar Jahren, das wurde es halt viral. Und in den USA ist es gerade so, dass es auch eine ganz krasse Trennlinie zwischen Democrats und Republicans gibt. Und also das Verständnis von Critical Race Theory hat gar nicht so viel mit der Critical Race Theory an sich erstmal zu tun. Die Angst in gerade republikanischen Staaten ist, dass Weißsein oder die Idee ist es, dass es umgekehrt werden soll, dass die Weißen keine Privilegien mehr haben sollen und dass zum Beispiel schwarze AmerikanerInnen jetzt nach oben an die Top der Privilege List gestellt werden sollen. Das ist die Angst dahinter. Aber das ist ja überhaupt nicht das, worum es geht. Es geht darum, Opportunities zu schaffen, damit jeder inkluiert werden kann. Und ich glaube, das ist ein typisches Pushback, so ein White Lash von weißen Menschen, die zum ersten Mal sich mit ihren Privilegien konfrontiert sehen und damit einfach nicht klarkommen. Und ich glaube, dass das Ding ist, sowohl in den USA und in Deutschland ist es, glaube ich, noch krasser, vor dem Hintergrund unserer Geschichte, wo wir glauben, mit dem Ende des Dritten Reichs Rassismus überwunden zu haben und auch Rassismus vor allem mit Ermordung zum Beispiel oder Lynchen oder KZs in Verbindung bringen. Also als Weißer, als Rassist bezeichnet zu werden oder zumindest eine rassistische Denkstruktur oder Handlungsstruktur benannt zu werden, ist halt gleich so, das ist so die krasseste Attacke auf die eigene moralische Instanz. Und damit müssen wir erstmal aufräumen, glaube ich. Das ist so, wir sind alle, also das ist ja, das, die Forschung ist der, also es gibt ja unfassbar viel Forschung dazu, die besagt, oder die es ganz klar aufzeigt, dass es strukturell ist. Das heißt, wir sind alle mit rassistischen Strukturen groß geworden und reproduzieren die. Und wir müssen, der erste Schritt ist gerade bei Weißen, einzusehen, dass das so ist und dass wir nicht automatisch dann als Person Rassistinnen sind, sondern dass wir rassistische Denkstrukturen haben und die reflektieren müssen. Und das ist halt dieses, also Robin DiAngelo schreibt darüber, sie nennt das White Fragility, das ist halt so das erste Konfrontiertsein damit ganz oft zu so einer Abwehrreaktion führt. Das war jetzt ein bisschen quer durch den Garten, aber... Ja, also ich kann das, ich kann ja so in den Details dieser Auseinandersetzung kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Ich finde aber jede Initiative, das zu machen, da so jeder Schritt ist super und da wird es, also für mich ist tatsächlich ziemlich, also jetzt mal an so Hochschulen oder so gedacht, ob es ja zum Beispiel sinnvoll ist, da eine historische Aufklärung anzubieten. So. Also ich glaube, so könnte ich mir vorstellen, wenn das da angeboten würde. Und vielleicht besser auch, ich weiß nicht genau, ob es Sinn macht, dass das irgendwie freiwillig das dann ist, aber vielleicht auch nicht. Eigentlich soll man sagen, nee, also ey, die Musik kannst das nicht verstehen, wenn du nicht mehr ein bisschen weißt, was da passiert ist über die Jahrhunderte und so. Und also insofern wäre das eigentlich genauso wichtig wie viele andere. Also weiß nicht, ob jetzt Bühnenpräsenz ist auch ganz schön und gut, aber irgendwie so, erscheint mir jetzt mindestens so wichtig zu sein. So. Und aber ob denn Studierende das dann auch annehmen, oder auch kommt auch an, wie es dann unterrichtet wird, ist ja dann auch eine Frage. Aber das hängt ja alles auch, wie wir gesagt, irgendjemand, weiß gar nicht mehr wer, hat gesagt, eben das, kann das sein, dass das Reza war, irgendwie, dass es halt die gesellschaftliche Totalität wirkt auf uns zurück. Und wir müssen aber versuchen, in kleinen Schritten auch dagegen zu arbeiten. Und manchmal gibt es ja auch so Kipppunkte und so weiter. Also von daher wäre ich jetzt gesagt. Und was wollte ich noch sagen? Naja, also.
Ich bin da eigentlich nur ganz, ich finde es jetzt, ich hoffe so ein bisschen, dass sich das, also zumindest habe ich den Eindruck, dass sich in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen was getan hat. Wahrscheinlich schon auch durch die Black Lives Matter Proteste, auch hier in Deutschland. Und ich würde mir halt sehr wünschen, dass gerade auch junge Studierende da, ja, so und so weiter. Punkt. Also, ne. Ich würde eigentlich ganz gerne nochmal zurück an Harald fragen, was so der Hintergrund deiner Frage war. Weil, also ich habe das sozusagen relativ positiv empfunden, dass hier weiße Männer sich auseinandersetzen mit ihren Privilegien und in dieser Weise versuchen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann weißt du direkt darauf hin, dass dann auch ein Pushback, ein Backlash kommen kann. Warum fragst du das? Was ist sozusagen der Hintergrund? Also es klingt fast ein bisschen wie, mach das nicht, es kann nur Schwierigkeiten geben. Das wird es ja nicht gewesen sein. Deswegen würde es mich interessieren, mit welchem Hintergrund du fragst. Aber es ging halt um die Frage eine Außenwirkung, also so habe ich das verstanden. Und da sehe ich schon enormes Beharrungsvermögen in gewissen Teilen der Jazzwelt, des Jazz-Establishments. Also es gab beispielsweise in Oxford gab es vor kurzem, wurden die Lehrpläne überarbeitet. Es sollten halt Anteile afrodiasporischer Musik erhöht werden. Da gab es in der Welt einen Beitrag dazu, wo die rhetorische Frage gestellt wurde, ob man tatsächlich Tchaikovsky durch Miles Davis ersetzen will. Also solche Sachen. Ja. Also darauf zielte das ab. Ja. Ist das klar? Also was? Ja? Gut. Auf jeden Fall sind diese, glaube ich, mein Eindruck ist auch, dass das Beton teilweise, also so. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel, ist ja auch manche Sachen passieren aber auch unbewusst und es ist natürlich sehr unangenehm, solche Konflikte dann auch vielleicht einzugehen. Aber zum Beispiel in Hamburg ist halt der deutsche Export, der größte Überseehafen, Hamburg. Ne? Das ist ein Ort halt, wo die Logistik von diesen neokolonialen Kontinuitäten und dass das auch immer eben mit der ökologischen Dimension verknüpft. Und das findet da halt sehr konzentriert in diesem Hafen statt. Diese ganzen, brauche ich jetzt nicht alles aufzählen, das alles geht da über diesen Hafen. Und der Hafen wird aber, was weiß ich, als Ikone von Hamburg seit Jahrhunderten da inszeniert. Und ja, jetzt haben da Leute, machen dann halt auch noch so ein Jazz-Festival da, wo ich jetzt nicht unbedingt da ein kritisches Bewusstsein feststellen kann. Und ob die Menschen jetzt, ob es da irgendeine Offenheit gibt dafür, ich würde es bezweifeln, aber es müsste vielleicht mal angesprochen werden. So, ne? Aber da geht es natürlich, da geht es dann wirklich darum, ja, Hamburg ist doch, unsere Wirtschaft basiert darauf und so, wird dann immer so gesagt, wir können ja gar nicht anders. Und ne, also das ist eine, finde ich, sehr einfache Ausrede. So, ne? Und, aber ja, das ist hart. So, also und was ich noch, Punkt. Jetzt ist, was du ansprichst, also ganz kurz noch, es ist ja so, dass wir auch, du hast jetzt Tchaikovsky zum Beispiel genannt, das ist ja auch selbst diese Idee, dass wir gucken auf einen ganz kurzen Abschnitt klassischer Musik, die halt die Leitästhetik darstellt, ne, die dann irgendwie mit Debussy vielleicht aufhört oder so. Ne? Und selbst auch in der klassischen Musik, es gibt so einen Fetischismus mit diesem Kanon und auch da, also was auch danach passiert und was auch für multiple Perspektiven da sind, und George Lewis redet ja auch viel davon. Für mich ist es so ein Leitkulturdenken, was da drin steckt. Und damit, das muss einfach aufgebrochen werden. Und wird es hoffentlich gerade. Da hinten eine Frage, genau. Also meine Frage war jetzt eigentlich auch auf das, was Harald vorhin meinte, bezogen, beziehungsweise dann auch auf das, was du gerade meintest. Das ist ja auch eigentlich, also um lösungsorientiert zu arbeiten, muss man ja auch realistisch arbeiten. Und realistisch ist ja die Situation schon so, dass eher ein Sentiment gegen gewisse Entwicklungen passieren. Und ich meine, das ist halt wieder dieses Bubble-Denken. Also auf der einen Seite möchte man ja nicht diesen empowernden Gedanken irgendwie runterdrücken, indem man sich dann zu sehr auch mit
damit auseinandersetzt, dass eben ganz viele andere Menschen nicht so denken oder nicht solche Gedanken teilen. Auf der anderen Seite ist halt die Frage faktisch, wie geht man dann damit um, wenn man dann AkteurInnen vor sich sitzen hat, die eben, wenn man Gremien vor sich sitzen hat, also klar, also in der perfekten Welt hätte man dann irgendwie die Möglichkeit, irgendwie vertraglich da auch hinzugehen und zu sagen, guck mal, ihr werdet jetzt alle gefeuert und die andere setzt, aber faktisch können wir ja so gerade nicht arbeiten. Und dann ist halt die Frage, sollen wir das jetzt quasi aussitzen, bis diese Generation alle aussterben, ganz platt formuliert? Oder wie können wir denn jetzt aktiv ja, wirklich an die Sache rangehen? Weil das eine ist ja, in solchen ja, Tagungen wie diesen zum Beispiel Themen zu besprechen und Lösungsansätze vorzugeben. Das andere ist ja dann die Umsetzung. Also was wären denn eure aktiven Umsetzungsvorschläge? Also dann, bei mir ist das so, ich bin tatsächlich so von der Zeit, so, also ich bin halt auch politisch aktivistisch so am Start und deswegen mache ich wenig so in so Jazz-Kontexten politmäßig so, also war nie jetzt bei der Jazz-Union da mit aktiv oder so aber wenn, also ich glaube, vielleicht gibt es ja auch da Möglichkeit, dass da mal gewisse Verbindungen hergestellt werden. Also zum Beispiel in der deutschen Klimagerechtigkeitsbewegung gibt es ja diese Ende Gelände, was eben so ein Bündnis ist, was zivilen Ungehorsam macht. Und da gibt es tatsächlich eine, finde ich, recht ermutigende Auseinandersetzung mit Antirassismus und mit kolonialen Zusammenhängen. Und ich hoffe da auch, dass das sich fortsetzt. Und ja, vielleicht gibt es da irgendwie Möglichkeiten, da auch mal irgendwann noch mal Zusammenhänge herzustellen, um halt gesamtgesellschaftlich da gewisse Tabus auch zu brechen. So. Also ich finde, was ich gesagt habe in meinem Vortrag mit diesem deutschen Emissionsbudget, das ist halt, also das ist unglaublich. Ich glaube, dass du hast recht. Also ein Strukturwandel ist nicht realistisch von heute auf morgen. Aber ich bin eigentlich positiv eingestellt, weil wenn ich mir gucke, also ich glaube zum Beispiel, ich wohne ja in New York. Und in den USA ist die Diskussion darüber, findet schon länger statt. Und ich glaube, dass die USA einen Schritt weiter sind als die Europäer derzeit. Und wenn ich so schaue, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, ist viel passiert. Also es ist viel, sind viele, also in strukturellen, an systemischen Orten, wie zum Beispiel Hochschule, Gremien etc., Politik, es wird diverser. Und das liegt einfach auch daran, weil eben auch immer mehr weiße Menschen sich sensibilisieren, weil es ist ja immer noch so, dass, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, dass viele weiße Menschen in diesen Schaltzentralen quasi sitzen. Ne? Und das ist halt, da müssen halt strukturelle Veränderungen stattfinden. Und die finden zum Beispiel statt. Also House of Representatives vor 4 Jahren, waren es jetzt 4, große neue Welle an neuen Perspektiven und höherer Diversity-Anteil. Aber du hast recht, es muss realistisch sein. Und ich denke nicht, dass es von heute auf morgen passieren wird. Also es ist ein Prozess. Darf ich da noch was dazu sagen? Von wegen, also ich möchte, was ich nicht so gut finde, ist, wenn wir realistische Schritte oder die große Revolution von heute auf morgen. Ich glaube, das gehört beides zusammen. Also ich finde, also über diese grundlegenden Widersprüche zu reden, den Kapitalismus dann an sich eben mit ausmacht, das ist, finde ich, deswegen wichtig, überhaupt irgendwie eine Diskussion, also eine gesellschaftliche Atmosphäre zu bringen, wo vielleicht ein bisschen mehr Inhalte da sind, was Leute das hinterfragen und deswegen vielleicht den kleinen Schritten auch eher zustimmen. So, und die kleinen Schritte müssen aber auch so passieren, dass sie im Hinblick auf eine größere Perspektive gemacht werden. Weil sonst, es gibt auch kleine Schritte, die führen uns vielleicht nicht in die richtige Richtung. Dann gibt es vielleicht irgendwie, dann gibt es vielleicht auf einer irgendwie Abbildungsebene
etwas mehr Diversität, was natürlich super ist, aber die großen Ungerechtigkeiten bleiben trotzdem bestehen. Ne? Also wenn so, also wie es halt mit Obama ist, super, dass der gewählt worden ist, als erste nicht weiße Person. Und aber die große Verbesserung für die meisten Menschen, die von Rassismus betroffen sind, gab es dadurch nicht. So. Weil eben aber auch intersektionale Zusammenhänge ja natürlich überhaupt nicht da eine Rolle spielen. Sondern das, nee, ist Schluss. Danke, wir haben auch noch eine Frage da hinten. Entschuldigung. Genau, ich habe auch noch eine Frage an Timo. Und zwar zu Jazz Curricula von verschiedenen Hochschulen. Ich habe in den Niederlanden studiert und habe da ja viel weißes Konservatoriumsumgebung ohne jegliche Reflexion des eigenen Weißseins und der Beziehung zu der Musik, die man spielt, erlebt und habe mich dann gefragt, wie das in deiner Erfahrung war. Du hast ja in Berlin und New York studiert und soweit ich das verstehe, unterrichtest jetzt auch in New York. Inwieweit hast du da gesehen, dass sich da vielleicht was verändert hat? Inwieweit gibt es vielleicht in den Curricula eine kritischere Auseinandersetzung mit auch Jazz-Geschichtsschreibung und genau Positionierung im künstlerischen Feld? Also ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Ich hab auch Jazz-Geschichtsunterricht genossen, der sich vor allem an so Werken wie Ted Joyer und Scholler abgearbeitet hat, wo wir halt uns Stilistiken angeguckt haben und der Jazz wurde in New Orleans geboren und ja, man hat auf die intrinsischen musikalischen Elemente geschaut. Und genau die gleiche Erfahrung. Und ich glaube, wir sind relativ hinten dran damit. Aber es gibt halt seit einiger Zeit sehr gute Forschung dazu einfach, die halt implementiert werden kann. Und in den USA ist es so, es gibt mehrere Initiativen jetzt. Natasha Kelly zitiert, die dafür argumentiert, Räume zu schaffen, wo Eurozentrik nicht im Zentrum steht. Ne? Und das sind natürlich Initiativen, die können nicht von mir kommen. Ne? Das ist halt, es sollen nicht weiße Menschen sein, die das quasi jetzt bestimmen, okay, jetzt machen wir im Curriculum das jetzt so, sondern das sind natürlich auch, es müssen Initiativen kommen und Vorschläge kommen von Leuten, die halt nicht weiß sind. Aber und das gibt es zum Beispiel in den USA. Also es gibt am Berklee College of Music hat Tara Lynn Carrington einen, wie heißt das, Department for... Genau so. VJ Iyer hat ein Doktoratsprogramm an der Harvard-Universität über Critical Inquiry gestartet. Und das sind halt so Initiativen, die, glaube ich, sehr vielversprechend sind. Und es ist halt nach wie vor so, dass also Lehrpläne müssen umgestaltet werden. Und da, also ich sehe es halt vor allem in den USA, weil ich da tätig bin. Und da ist super viel gerade in Bewegung. Aber noch am Anfang. Also, genau. Vielleicht eine letzte Frage, weil wir zum Ende unserer Zeit kommen. Dankeschön. Also erstmal danke für die beiden sehr interessanten Vorträge. Ich wollte noch einen Punkt irgendwie mit in die Diskussion bringen bezüglich des Geniekults, der ja auch immer noch eigentlich in sehr, ja, wie soll ich sagen, im positiven Sinne angestrebt wird, auch im Studium, in den Curricula, nach wie vor so vorgelebt. Und das ist ja natürlich auch wieder, wenn man jetzt auf die Kapitalismuskritik nochmal kommt, ein Modell, was wahrscheinlich mit exportiert wird. Dass man also, man muss möglichst finanziell erfolgreich sein, möglichst irgendwie viel Media Attention haben. Das sind ja auch sehr, sag ich mal jetzt, westliche Modelle oder ja fast von Heilsbringerschaft im künstlerischen Bereich oder das künstlerische Genie, was ja auch die hohe Kunst, also weniger Handwerk, weniger Wissenschaft, sondern die Kunst, was ausgenutzt wird, wo ich mich dann frage, okay, also bei den
diese Diversity-Initiativen, die jetzt zum Beispiel in Harvard auch laufen, da sehe ich ganz viele Verstrickungen auch, wo das in Widersprüche auch wieder reinläuft. Ne? Also wo man sich eigentlich, man will das irgendwie abschaffen, aber gleichzeitig behält man auch das Modell bei oder dieses Anstreben von so Ikonen. Das ist die eine Sache. Und dann das andere, was mir irgendwie noch kam, ist die Privileges in den einzelnen Gruppen. Wenn man jetzt Othering betreibt, aber dass das halt irgendwie, also wenn man zwei Riesengruppen aufmacht, dass ich jetzt sagen will, das sollte man nicht tun, sondern das ist absolut gerechtfertigt. Nur Privilege innerhalb von Gruppierungen, von sozialen Gruppierungen, wo ich glaube, dass auch ein Riesenproblem darin besteht, dass jetzt die Republicans, jetzt mal ganz grob gesprochen, Republican Pushback kommt, dadurch, dass es ja auch underprivileged white groups gibt, die dann darauf natürlich direkt anspringen halt, ne? Und dann direkt irgendwie die allergische Reaktion ausgelöst wird. Also es ist wahnsinnig komplex einfach, aber die Mehrschichtigkeit in dem Sinne, dass man das vielleicht irgendwie nicht vergisst, und das andere mit dem Geniekult, wo ich denke, das ist halt irgendwie, das ist krass, also unausrottbar eigentlich. Ja, wenn ihr dazu noch... Bitte kurz halten, weil wir ja, schon ein bisschen... Nee, ganz kurz, sorry. Also was das mit dem Geniekult, also ich glaube, das hängt natürlich auch, dass eine Qualität, eine Anforderung an Qualität von Geschichtsschreibung. Ich persönlich fand zum Beispiel, also weil bestimmte Menschen haben an der so einen wahnsinnig wichtigen Beitrag geleistet, und deswegen finde ich diese Biografie, mir erscheint die Biografie von Thelonious Monk von Robin D.G. Kelly, finde ich also da sehr gut, also weil, so, ne, Punkt. Ich weiß nicht, ob ich damit übereinstimmen würde. Ich glaube, diese neuen Departments kommen schon aus einer Ecke, wo das sozialpraktische Verständnis von Musik eine große Rolle spielt. Zum Beispiel bei Vijay Iyer, der dieses Doktorat gegründet hat an der Harvard. Und dass da schon ein Schritt weg ist von der deutschen romantischen Ästhetik, von diesem Geniekult. Ich bin mir nicht sicher, ob das so reproduziert wird. Ich kenne jetzt aber auch den Curriculumsplan nicht explizit. Was war das andere nochmal, was du gesagt hast? Ach so, mit unprivilegierten Weißen. Ich glaube, das Problem, und das ist eine Sache, das ist vielleicht noch ganz gut zu erwähnen, Klassismus und Rassismus wird oft gegeneinander ausgespielt. Und das ist natürlich gerade in einer Jazzszene, die in prekären Verhältnissen lebt, das ist natürlich schwierig. Weil irgendwie alle so das Gefühl haben, ja, hey, wir sind unterprivilegiert. Aber ich glaube, man darf diese beiden nicht gegeneinander ausspielen, sondern sie halt intersektional denken. Ja, auf jeden Fall, das meinte ich halt mit dem intersektional in dem Bereich, dass diese... Also warte kurz. Das wird ja ausgespielt, und ich glaube, daher kommt, also ich glaube, dass da ein großer Pushback-Grund liegt, woher der Pushback kommt. Ich würde an dieser Stelle, also es gibt viel zu diskutieren, viel zu reflektieren, über Handlungsoptionen nachzudenken. Das werden wir in der Pause jetzt machen. Das wird auch gleich beim Panel, was es um 16.30 Uhr noch gibt, weitergemacht und am morgigen Tag des Jazzforums, dem dritten. Ich danke noch einmal Timo Vollbrecht und Stefan Meinberg für ihre Vorträge, und wir sehen uns gleich wieder. Applaus